20 sind geboren, 20 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Denn Obermann, heute versteigern Sie hier einige Räder. Wie kam es zu der Aktion? Ja, es sind unsere Fundfahrräder. Wir haben eine Aufbewahrungsfrist von 6 Monaten. Wenn der Eigentümer seine Eigentumsrechte nicht geltend gemacht hat, gehen aus Kapazitätsgründen diese Fahrräder in die Versteigerung. Es hängt immer davon ab, wie viele Fahrräder wir haben im Jahr, ob wir ein oder zwei Versteigerungen machen, meist zum Frühjahr und zum Herbst. Und diesmal haben wir ca. 50 Fundfahrräder, die wir heute hier versteigern werden. War denn auch schon heute wer hier und der gesagt hat, oh, das ist ja mein Fahrrad, oder kommt das selten vor? Das hatten wir auch schon, kommt aber ganz, ganz selten vor. Heute hatten wir den Fall noch nicht. Und wir haben auch in der Presse mal darauf aufmerksam gemacht, dass man rechtzeitig nochmal seine Eigentumsansprüche geltend machen soll. Da sind keine Rückfragen mehr gekommen. Und wie wir hier an den Besucherzahlen sehen, ist auch reges Interesse da. Was für Fahrräder sind das hier und wer schlägt hier zu bei so einer Versteigerung? Ja, also das sind erstmal Fahrradliebhaber, Bastelfreunde, weil einige Fahrräder defekt sind. Diejenigen, die sich auskennen mit Fahrrädern, basteln sich aus zwei ein komplettes wieder. Studenten, die günstig Fahrräder, Hollandräder zum Beispiel, erwerben, sie dann mit in ihrer Stadt nehmen, dort wo sie studieren. Ja, und natürlich auch so Interessenten, die zum Beispiel Mountainbikes und so günstig erwerben möchten. Die erste Werner-Lietzen-Börse war nicht nur Schauplatz einer Fahrradversteigerung, es gab auch so gebrauchte Fahrräder zu kaufen. Also wir haben heute erstmals in Zusammenarbeit mit dem Autohaus Rüschkamp vom ADFC, also vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, eine Lietzenbörse organisiert. Das heißt, es werden einerseits die gefundenen Räder von der Stadt Werne versteigert und andererseits kann aber auch jeder, der Interesse hat und der noch ein Fahrrad im Keller stehen hat, was er nicht mehr benutzt, oder Fahrradteile hat, die er loswerden möchte, diese Sachen verkaufen und hier an die Frau oder den Mann bringen. Ja, hier ist ja wahnsinnig was los. Das schreit nach einer Neuauflage. Was erhoffen Sie sich denn als ADFC von so einer Veranstaltung? Also wir erhoffen uns als ADFC, dass die Leute auf uns aufmerksam werden und nicht als erstes fragen, AD was? Ach, ihr seid sicher vom ADAC. Wir halten es aber mehr mit dem Fahrradfahren als mit dem Autofahren.